Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Heavy Rain. Ja, es ist wieder einige Zeit ins Land gezogen, oder wie man das so schön pathetisch sagen kann, ja. Ihr wisst es ja, jetzt wird es die nächsten Monate nochmal ziemlich heftig, sage ich jetzt mal. Ich beende jetzt endlich mal mein Studium, Gott sei Dank. Masterarbeit ist am Start. Und deswegen habe ich einfach keinen Nerv. Also Zeit ist es vielleicht nicht unbedingt, aber es ist halt einfach kein Nerv. Wir setzen das Ganze mal fort. Ich musste in meinen alten Part reingucken, weil ich den vor, weiß nicht, 2 Monaten aufgenommen habe, den letzten. Und ja, wir haben zuletzt mit Shelby da ein bisschen in diesem Club, auf dieser Privatfeier so ein bisschen alle verdroschen und sind jetzt, glaube ich, mit Ethan unterwegs. Dann gucken wir mal, was hier passiert. Ich glaube, die nächste Prüfung oder so steht an. ach so. Es könnte übrigens zu einigen Steuerungsfails kommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das noch hinkriege. Weil ich so ein Profi bin. Oh ja, guck in den Regen. So, nochmal testen. Achso, die Steuerung war so scheiße, ne? Da muss ich ja R2 die ganze Zeit gedrückt halten. Genau. Sean! Ne, wie heißt der Sohn? Können wir uns hier noch umsehen? Das wäre voll cool. Ja, ich bin jetzt, tu mal nicht so, als ob dir ganz dolle kalt ist. Das glaubt dir doch eh keiner. Kann ich den auch richtig rennen lassen? Ach, guck mal, seine Gedanken. Wohin soll ich jetzt? Es muss einen Hinweis geben. Oder irgendwas. Was zur Hölle soll ich hier? Oh, nee. Hey. Wir wollen ja jetzt nicht schon wissen, wo wir hin müssen. Die Origami-Figur war ein Schmetterling. Suche ich jetzt einen Schmetterling? Ja, da ist ein Schmetterling an der Wand. Okay, alles klar. Das ist das alte Pico-Kraftwerk. Ich dachte, es existiert nicht mehr. Vielleicht eine Falle? Ich passe lieber auf. Vor allem wieder die Blitze da durch die Dingens zucken. Was denn hier? Ist hier eine von den Autos des Origami-Killers? Eins von den Autos, pardon. Okay, hier ist anscheinend eine unsichtbare Wand, durch die ich nicht kann. Wir wissen jetzt schon mal, wo wir hin müssen. Ah, hier ist ja noch ein Auto, das habe ich ja völlig übersehen. Okay, da ist auch irgendwie eine Wand. Wir sehen uns erstmal billig um, ja. Das ist immer wichtig. Ganz viel umsehen. Und warten darauf, dass die Kamera sich dreht. Ja, ich bin Ethan und ich stehe im Regen und es ist irgendwie scheiße und kalt. Und ich überlege mir schon die ganze Zeit, ob ich das Blag überhaupt wiederhaben will. Weil ich habe ja mein Auto und so schlimm ist es alleine ja gar nicht. Entschuldigung. Ja, ich weiß, wir müssen mal zu Potte kommen. Ich reize hier schon wieder unnötig eure Geduld aus. Eure Gutmütigkeit. Ja, Ethan, hättest mal mehr Spinat gegessen, ne? Da gibt's anscheinend kein Reinkommen. Oh, wenn wir nur wüssten, wo wir hin müssen, das wäre ja gut. Wie gesagt, ich will mich nur ein bisschen umsehen. Mich interessiert's immer sehr, was so überall zu entdecken ist. Können wir ja auch die... Ach ja, können wir. Oh, erstmal wieder an die Steuerung. Oh Gott. Sag mal, wie groß ist denn dieses Gebiet hier bitte? Ist ja unglaublich. Ja, nee, da gehen wir nicht rein. Das ist ja gefährlich. Wir müssen ja den bösen Schmetterling suchen. Okay, hier geht's hoch über Stacheldraht. Also ich mache das jetzt hier alles mal extra nicht, ne? Weil wir haben ja schon irgendwie einen Weg gefunden, den ich übrigens auch nicht kannte vorher. Also ich kenne das Spiel ja hier wirklich nicht. Ich habe damals vor etlichen Jahren ein Let's Play geguckt. Und auch nur eins. Weil ich dachte, oh nein, PlayStation Only, das wird ja nie in deine Hände fallen. Weil du hast keine PlayStation. Also jedenfalls keine PlayStation 3.
Und seht mal jetzt, Schicksal, ey, voll PlayStation 4 am Start und Remote Play und aha, und jetzt wird das Spiel richtig durchgeheizt. Oder so. Na gut. Können wir rennen? Na, er rennt eh schon, ne? Oder ist das hier die Renntaste? Da drüben ist auch ein. Hier ist auch ein Schmetterling. Okay. Naja, dann. Probieren wir mal hier den rutschigen, glitschigen Abhang hochzuklettern. Oh, jetzt juckt mir gerade die Nase, verdammt. Und jetzt rein in die Pfütze. Ole, ole. Ach Gott. Der Mann ist ja auch ein Musterbeispiel an Grazie und Anmut. So, was liegt denn da? Da ist doch sowas Helles. Es muss einen Weg ins Gebäude geben. Oh, hier ist ja eine Tür. Na Mensch, nehmen wir doch die Tür. So. Hm. So ziemlich dunkel, ne? Ich hoffe, dass das dann nicht auch so ultra dunkel ist für euch. Ja, Ethan, das wäre ja jetzt zu leicht, ne? Schlag da einfach ein Fenster ein und geh rein. Ach, guck mal. Kommen wir hier dann wieder raus? Oder wie ist das? Müssen wir hier noch Gabelstapler fahren und das Ganze machen? So. Na, das sieht aber hier ein bisschen gefährlich aus, ne? High Voltage, keep out, okay. Okay, ich gehe mal noch nicht hier durch. Das ist ja alles so vertrauenserweckend. Wir gehen mal noch hinten rum und gucken, ob wir da lang können. Also oberste Prio hat hier natürlich den Charakter nicht sterben zu lassen, ne? Das wisst ihr ja, das habe ich ja schon mal gesagt. Gehen wir lieber hier, wo die baufällige Scheiße ist. Ach nee, da können wir gar nicht lang. Ach Mist. Okay, Ethan, musste doch durch den Stacheldraht und durch den High-Voltage-Todeszaun. Ne? Guck mal, die Blitze sollen dir suggerieren, dass du hier eventuell drauf gehst. Aber nur vielleicht. Mit dem Wasser noch überall, ne? Oh, guck mal, Starkstrom. Oh, guck mal, der ganze Boden ist hier nass. Kann man das vielleicht erstmal ausstellen oder so? Ach ne, hier geht's nicht lang. Okay. Dass der da auch einfach so an das Ding anfasst, ne? Also, man, schon halb tot. Ah, und schon DNA am Tatort hinterlassen. Das ist ja jetzt blöd. Vielleicht haben wir ja Glück und der Regen wäscht es weg. Können wir das wegwischen? Nee, ne? Am Ende denken die alle, wir haben unseren eigenen Sohn entführt. 100 pro. So. Na, wie läuft denn der? Das habe ich doch gar nicht gesteuert. Einfach nur geradeaus sollst du gehen, Ethan. Mehr wird hier nicht verlangt von dir. Wir gehen hier zur Seite und gucken mal nach der Tür. Ich nehme an, dass es hier reingeht. Hey, da war ein Papier am... Hey! Da... Hey! Wieder raus! Okay, anscheinend kommt man nicht mehr raus. Das ist ja super. Ich wollte das Papier, aber die, gut, die Option wurde mir gar nicht angezeigt. Naja. Okay. Was haben wir denn hier? Oh, das ist so ungewohnt, mit R2 die ganze Zeit zu gehen. Das ist... Die Steuerung ist echt ein Krampf in diesem Spiel. Oh, wie ich selber Let's Player hasse, die mir die ganze Zeit die Steuerung erklären. Oh, wenn ich kann sowas gar nicht sehen, aber... Ja, wenn ich das mache, ist das natürlich okay. Doppelmoral! Aber ihr seht ja, was ich hier steuern muss. Das ist ja nicht mal ein Geheimnis. In dem Spiel geht es ja sehr viel darum.
Ja, immerhin haben wir Streichhölzer, ne? Ah, jetzt muss ich hier wieder. So, wenn da jetzt Gas drin gewesen wäre, ne? Hä? Das wollte ich doch gar nicht. Ach, leck mich doch. Warte mal, wir gucken erstmal noch, was hier an der. Ich wollte gerade sagen, was hier an der Seite. Tschüss, Ethan. Ne, hier ist auch nichts, ne? Das ist ja super. Ist das so ein Brennofen oder so? Rein da, Ethan. Mach dich nützlich. Kriech, Schlampe. Kriech. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich würde so Panik kriegen, ne? Ich würde so Panik kriegen. Ich ahne, dass hier Jumpscares kommen. Da war übrigens gerade ein. Oh, hier ist Glas. Oh, fuck. Glas. Glassplitter. Messerscharf. Zurück geht nicht. Ich muss da durchkriechen. Oh, ganz Ganz ehrlich. langsam. Sonst reiße ich mir die Arme auf. Okay. Hier muss ich kurz mal die Logikpolizei holen. Wieso? Zieht er jetzt nicht einfach seine Jacke aus? Oder, ja, doch, zieht seine Jacke aus, wickelt die sich um den Arm und schiebt damit einfach das Glas zur Seite. Oder ist das da angeklebt? Oder was sollte es sein? Oder mit seinem Schuh. Warum zieht er nicht kurz mal seinen Schuh aus, schiebt damit das Glas zur Seite und kriecht einfach weiter die Mimose? Okay, dann machen wir mal ganz vorsichtig. Oh nein, wir wollen uns ja nicht aufschlitzen. Aua, aua, das scharfe, böse Glas. Oh nein, lag da etwa gerade ein Bild? Ich kann ja nicht zurück. Die Streichholzflamme. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Ach so, nee, Moment mal. Wieso stirbt denn der jetzt fast? Was soll denn das? Ich muss noch mal gucken. Ach so, okay, wir müssen dem Windhauch folgen. Also müssen wir jetzt nach rechts. Jetzt verstehe ich das. Okay. Oh nein, da ist offenbar sprühender Funken. Da können wir gar nicht durch. Pass auf das Kabel auf. Pass auf das Kabel auf, Ethan. Nein, das Kabel. Okay. Streichholz. Okay, das heißt, wir müssen hier nach rechts. So. Gut, das ist ja hier. Ah. Also ich will jetzt nicht zu schnell kriechen, ne? Ich drücke die Taste nur ganz leicht. Damit wir hier nicht irgendwie in das Problem kommen, dass Ethan, unser Herzchen, sich hier wirklich die Arme aufritzt. Das muss ja nicht sein. Ja. Der arme Mann. Boah, schon 14 Minuten verballert, nur für den Käse hier. Meine Güte. Jetzt wird's ja kriminell. Wie viele Abzweigungen gibt's denn hier? So. Streichholz. Kann ich hier auch sterben, weil ich vielleicht Klaustrophobie kriege und ja, ne? Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich geradeaus und dann so nach. Ratten. Reizend. Wenn die reinkommen, kann ich auch raus. Das stimmt. Na dann. Ach Mist, ist der jetzt. Ist der. Ach, da geht's gar nicht durch?
Da geht's gar nicht durch? Ach, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ach, das ist ja blöd. Da ist wieder irgendein Todeskabel oder so. Und hier ist ein Lichthauch am Horizont. Wir machen mal noch ein Streichholz an. Ich glaube, ich bin falsch, kann das sein? Nee, ist richtig. Wir müssen dahin. So. Oh, dieses Controller-Shaken, das habe ich echt nicht drauf. Das ist... Da bin ich echt ganz schlecht drin. Ich hoffe nur, wir kriegen jetzt hier nicht einen Todesschlag und sterben. Kann man sich in diesem Spiel darauf verlassen, dass die Charaktere so klug sind und nicht freiwillig in das tolle Stromkabel reinkriechen? Oder wie ist das? So. Na dann, ab nach rechts. Ah! Haha! Und jetzt kurz vor der, vom Ausgang kommt so Jigsaw und sagt Game Over und macht das Ding zu. Das wäre fies. So, ich krieche doch hier ganz besonnen durch. Aber seine Knie, die müssten, glaube ich, aufgeschnitten sein ohne Ende. Vor allem, wie schafft man es denn da, den ganzen Gang mit Scherben zu pflastern? Da muss man ja selber reinkriechen und hinter sich so eine Scherbenspur langziehen. Das wäre mir ja zu anstrengend als Puzzle-Killer hier oder... Quatsch, Origami-Killer, meine Güte. Ja, Ethan, jetzt tu mal nicht so, als ob du stirbst. Das war ja nur Glas. Aua, ah, die Knie. Ah, oh, die Knie von dem... Oh, hier muss ja mal jemand leiden. Und jetzt nochmal rein da. Rutsche, rutsche. Ole, ole. Von Ritsche Ratsche zu Rutsche Rutsche. So super. Bin ich zu fies? Nee, ne? Okay. Immer mit dem Kopf voran. Ich schätze mal, ich habe keine Ahnung. Ach du Scheiße, ich würde das nie im Leben machen. Aber jetzt kann er auch nicht zurück. Naja, was Schlimmeres als blutige Knie kann er ja nicht mehr kriegen, ne? Oh Gott. Ja, und was muss ich jetzt machen? Ich halte alles. Muss ich jetzt loslassen? Ach ja! Ach, ich musste loslassen. Okay. Das ist auf jeden Fall die richtige Rutschenposition. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ah. Du meine Güte. Ich spiele das hier immer noch auf normal, oder? Oder spiele ich das auf leicht? Nee, ich spiele es auf normal, ne? Ach du meine Scheiße. Oh. Wie wichtig ist uns das Kind? Sind wir nicht schon völlig fertig? Das war doch schon Prüfung genug, oder nicht? Können wir hier irgendwas drehen? Naja. Haben wir hier irgendein... Hm. Wir können hier nur irgendwie runter, oder? Also... Ach du Scheiße. Oh, nicht auf die blutigen Knie, Ethan. Ach du meine Güte. Coward! Feigling. Wenn ich hier... Ach, hier ist der Ausgang, oder wie? Okay. Mm. Ich höre lieber auf, solange ich noch lebe. Ich rette Sean nicht, wenn ich hier sterbe. Das stimmt. Ich bin so weit gekommen. Ich gebe jetzt nicht auf. Hm. Ich muss es zu Ende bringen, wenn ich Sean retten will. Reiß dich zusammen. Los, Ethan. Ein Schmetterling. Da vorne ist einer. Da sollte ich hin. Hm. Ich schaue mir die einzelnen Kondensatoren lieber genau an. Wenn ich den richtigen Weg nehme, komme ich vielleicht in einem Stück durch. Ein Feld mit elektrischen Kondensatoren. Da muss ich durch, um zum Schmetterling zu kommen. Ich muss viel Blut verloren haben. Kann kaum aufstehen.
Die Kondensatoren stehen unter Strom. Wenn ich sie berühre, bin ich erledigt. Die Abstände sind unterschiedlich. An manchen Kondensatoren könnte ich leichter vorbei. Die Abstände werden immer enger und enger und enger. Ein Feld mit elektrischen Kondensatoren scheint die letzte Prüfung vor dem Schmetterling zu sein. Ach Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist so blöd. Ich gebe nicht auf. Ich gehe den Weg bis zum bitteren Ende, um meinen Sohn zu retten. Ja, ich will aber nicht, dass er stirbt. Ich muss mich konzentrieren. Die kleinste falsche Bewegung und ich kriege einen Schlag. Du bist tot dann. Ich muss einen anderen Weg rausfinden. Ach Gottchen, ach Gottchen, okay. Hier geht's auch nicht lang. Okay, der hier ist gar nicht unter Strom, kann das sein? Okay, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir das irgendwie... Gott, ich traue mich da gar nicht so dicht dran zu gehen. Nicht, dass wir da irgendwie sofort einen Stromschlag kriegen und sterben. Das wäre total scheiße. Kann man das hier nicht mal irgendwie als so einen Lageplan von oben betrachten? Guck mal, hier können wir auf jeden Fall schon mal durch. Das mache ich jetzt erstmal. Oh Gott. Boah, ich würde das niemals machen. Ich würde das niemals machen. Warum lasse ich es meinen Protagonisten machen? Wenn wir hier versagen, dann stirbt der. Ach du meine Scheiße. Warte mal, man kann... Ach so. Ich wollte gerade sagen, ich kann doch auch hier hingehen, oder? Hier, weil ich würde sonst... Wenn ich das richtig sehe, dann ist der zweite von links... gut, um durchzugehen. Oder der direkt neben uns. Rechts von uns. Aber da ist der Durchgang nicht safe. Also der rechts von Ethan, der Durchgang zur Quergasse quasi. Oh Gott, wenn der schon so rumhantiert, ne? Oh Gott, Dreieck. Oh, Ethan. Okay, das haben wir. Jetzt nochmal. Ach scheiße, nee, der ist ja auch so kacke. Oder? Ja doch, der hat ja auch irgendwie ein... Oder ist das nur, weil da Funken so drauf fallen? Das ist, glaube ich, eine Scheißidee. Kann das sein? Dum 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 dum. Oh fuck! Okay, das war noch nicht High Voltage, wisst ihr? Oh, aber wir kriegen schon so einen roten Todesrand. Heißt das, einmal durften wir verkacken und jetzt ist vorbei mit Schonzeit? Ich glaube, das wird nicht gut ausgehen für Ethan. Ich glaube, wir werden hier eventuell ein kleines bisschen sterben. Mann, Junge. Oh boy. Okay. Und jetzt nicht aber mit dem Rücken in das andere reinfallen, ne? Das wäre blöd. Okay. So. In der Part hier wird übrigens mindestens 40 Minuten gehen. Aus Gründen.
glaube, wir müssen den gerade zunehmen. Also den hier. Aber da hängt ja so ein Ding runter. Das heißt, wir müssen da oben drüber. Aber das wird nicht klappen. Nee, unten drunter, da ist noch. Oder hätte ich bis ganz... Nee, da sprühen Funken. Da sprühen Funken. Geradezu. Weil guck mal, die anderen sind alle so... Nee, auch das letzte quer von rechts. Das, nee. Da ist auch der Durchgang so richtig kacke. Das kriegen wir nicht hin. Oh Gott, ich glaube, jetzt werde ich sterben. Hm. Kann man denn hier potenziell durch alles durchgehen? Bloß die Fähigkeiten-Checks werden dann schwieriger? Oder wie ist denn das? Ich finde, das geht super schief. Oh. Oh, fuck. Oh Gott. Oh Gott, bitte, 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 bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, wäre das so ein Spiel, wo man speichern könnte, würde ich hier nach jedem einzelnen Ding speichern. Okay. Rechts ist eine Scheißidee. Geradezu ist eine Scheißidee. Links ist eine Scheißidee. Ach, super. Aber wir könnten nach links und dann... Obwohl, das sieht alles nicht sehr geil aus, ne? Eigentlich könnten wir auch geradezu, oder? Weil links sieht genauso aus wie geradezu. Da sprühen reichlich Funken. Ich würde sagen, wir probieren geradezu und sind dann halt durch. Oh Gott. Puh, okay, Daumen drücken. Und Tasten drücken vor allen Dingen. Wird das jetzt eine Hechtrolle oder? Ach du Scheiße, nee. Ethan? Ja, läuft. Jetzt nicht nach hinten torkeln. Ach, ich musste das loslassen, okay. Er lebt noch, hey. Ihr könnt die Augen wieder aufmachen. Ich mache die auch jetzt erst wieder auf. Ja, der süße kleine Sean, ne? Wie funktioniert sowas eigentlich, dass das dann auf so einem... Ja, nee, ich höre auf, bevor ich eine dumme Frage stelle. Ich frage mich immer so, gut, das ist ein Videospiel, aber wie würde das denn funktionieren? Wäre das denn echt auch so, dass man dann quasi so einen Chip in so ein Handy steckt, also so ein Stick in so ein Handy steckt und dann wird in irgendeinem random Programm, was man gar nicht wirklich sieht, irgendwie noch so eine Zahlenreihe ergänzt? Oder? Also wäre sowas technisch gesehen auf dem Handy in Real Life möglich? Und wir wechseln zu Madison. Okay. Ich guck mal ganz kurz, was sie hier macht. Wahrscheinlich wieder Ethan retten. Na gut, weil jetzt so lange nichts kam, machen wir den Part mal lang, okay? Als Kompromiss und Entschuldigung. Oh. Oh, zufällig, die random Tür ist offen. Von Ethan, oder? Oh. Oh. Oh mein Gott. Na Mensch. Ja, lol. Ethan steht ein bisschen unter Spannung. Ah, jetzt kommt der große heldenhafte Moment, in dem die Frau den Mann aufs Bett zerrt. Na, Madison, das will ich jetzt sehen. Ach so.
Mein aufrichtiges Beileid an alle Altenpfleger dieser Welt. Oder generell Pfleger, die irgendwelche Patienten hieven müssen. Auch Querschnittsgelähmte und so, ne? Das ist ein Knochenjob. Aber es hat sie gut gemacht, Donnerwetter. Ethan? Ethan, hören Sie mich? Geben wir dem erstmal Alkohol, dem Mann. Nee, wir gehen erstmal ins Bad. Wir könnten ja jetzt auch unter Bett rumfummeln und den Karton suchen. Warte mal, da liegt doch schon irgend sowas, aber wir können hier nichts nehmen. Okay. Ja gut, dann... Ach nee, der Karton steht ja auf dem Tisch. Ist ja super. So. Sind das Brandmale auf Ihrer Brust? Nein. Sie haben sehr hohes Fieber. Und Infektionen. Und du hast dreckige Fingernägel, Mädchen. Ich muss Ihnen Ihre Sachen ausziehen, um die Wunden zu versorgen. Das stimmt. Erstmal aus mit der Hose. Geil. Die Arme durfte sich ja nicht aufgeschnitten haben. Ich bin ja langsam gekrochen. Ach du meine Güte. Was ist das denn? Die wollte doch versorgen und nicht, Ach Gott, dieses Weib, ne? Ich muss sie in ihre Wunden versorgen. Bedeutet, ich setze mich erstmal hier neben sie und guck doof. Na. So. Erstmal schön Desinfektion, dann knallen wir den paar Pillen rein, dann binden wir da einen Verband drum. Ach, ich fühle mich schon wie eine echte Ärztin. So, jetzt knall ich das hier alles auf den Nachttisch. Ja, er hat schon Angst. Haha, soll er auch. Entschuldigung. Ich bin kein Arzt, aber ich sehe, was ich für Sie tun kann. Ich habe ganz viel Emergency Room geschaut. So, wir machen erstmal... Oh, das ist jetzt aber eine schwere Reihenfolge. Ich würde ihm erstmal ein paar Medikamente reindrücken, ehrlich gesagt. Wir geben ihm erstmal... Ich würde ihm erstmal eigentlich ein Antibiotikum eigentlich geben. So, selbstdosiert, rinn ins Maul. Das mit den Schmerzen, das hält er aus. So, dann fangen wir an mit Desinfektion. Die Hose hat ziemlich ausgezogen, ist ja super. Nichts für Brandwunden. Das ist ein Desinfektionsmittel. Ach so! Ach, jetzt verstehe ich das. Okay. Ja, ach, ich bin ja keine Ärztin. Aber gut, dass sie es gemerkt hat. Ja, wieso hat denn der aufgeschnittene Arme? Ich war doch total vorsichtig. Okay. Das soll also nur Brand sein? Ich dachte, da hätte er auch Schnitte. Ich habe alles desinfiziert. Also nur deinen einen Arm. Deine Knie, die werden wahrscheinlich absterben. So, dann machen wir mal Brandsalbe. Obwohl wir ihm eigentlich erstmal den Arm verbinden sollten, oder? Nein! Hä, das habe ich doch... Wie blöd, ich habe Brandsalbe auf die Schnitte getan. Hä, das habe ich doch gar nicht... Hä, das habe ich doch gar nicht gedrückt. Ich habe... Oh, ich hab in eine andere Richtung gedreht, den Controller. Das hier sollte helfen. Ich bin so ein Profi. Ach, ich bin so super. Ist mal schön Brandsalbe auf die scheiß Schnittwunden. Ah, jetzt so. Lalalala. Seine Hand in meinem Schoß. Ach, schön. So, Leute, ich wollte ja nur mal gucken, was passiert, wenn man das Negative drückt, ja. Ich hab das unter Kontrolle. Ich kenne mich aus. Jetzt? Hä, was denn jetzt? Hä? Hat er am Rücken etwa auch noch was? Ach nee, sie verbindet ihm auch noch den Oberkörper, okay. So, das war's.
Wie geht's Ihnen? Ethan? Er ist bewusstlos. Jetzt kann ich nur warten und hoffen, dass er aufwacht. Siehst du, wir mussten ihm weder Schmerzmittel noch Schlaftabletten geben. Antibiotika haben gereicht. Super. Dieses lausige Hotelzimmer, nicht mal ein Fernseher, dass die Frau sich auch ein bisschen beschäftigen kann. Sie könnte doch jetzt mal ein bisschen in seinen Sachen rumwühlen. Ich denke, die ist eine Reporterin. Meine Fresse, Mädchen. Nutzt doch mal die Chance. Wie geht es Ihnen? Als ob ich unter Spannung stehen würde. Hahaha. Ging schon besser. War ich lange weg? Ungefähr 3 Stunden. Oh, shit. Warum spielen Sie denn Samariter? Sie kennen mich nicht mal. So, wir müssen ja jetzt aus Ihren, Als ich noch klein war, habe ich immer alle meine Brüder verarztet, wenn sie sich mit den anderen Kindern auf der Straße geprügelt haben. Ich glaube, ich spiele einfach gern den Samariter. Also Krankenschwester-Effekt. Mal schön harmlos bleiben. Sie sagen, Sie sind hier, weil Sie nicht schlafen können? Wir sagen ihm mal die Wahrheit. Ich habe in den letzten Monaten ziemlich viel Scheiße erlebt. Am liebsten würde ich das alles schnell vergessen. Ich versuche damit zu leben, aber es ist schwer. Sie führen ein gefährliches Leben. Das finde ich antörend. Nicht aus freien Stücken. Tut mir leid, ich bin viel zu neugierig. Ich meine, schließlich kennen wir uns ja kaum. Warum sollten Sie mir trauen? Hören Sie, ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe. Aber ich denke, es wäre besser für Sie, nicht zu viele Fragen zu stellen. Wir gehen jetzt nicht. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Niemand kann das. Sie haben schon viel getan, Madison. Er weiß Ihren Namen. Okay. Ich gehe dann. Hä? Viel Glück. Nee, wir brauchen doch die Olle. Schick die Frau nicht fort. Ethan. Ach, die kommt eh wieder, wenn die Tür offen steht und wir bewusstlos an der Erde liegen nach der nächsten Prüfung. So, mit diesen herzzerreißenden Szenen würde ich sagen, oder gucken wir noch in den Karton? Ich weiß es nicht. Warte mal, wir sind jetzt schon bei fast 40 Minuten. Wir können ja noch mal pinkeln gehen. Ich muss nämlich auch. So, können wir pinkeln? Pinkeln? Ich habe ja gesagt, wenn man das im Spiel kann, dann mache ich das so oft es geht. Aber nee, können wir offenbar nicht. Ah doch, warte mal. Wir können auf jeden Fall uns im Spiegel betrachten. Wie hübsch wir sind. Oh, Playboy. Vor allen Dingen hat der keine anderen Klamotten mit diesem blutverschmierten Pullover und verbrannt und alles und die Knie offen. Das ist ja gar keine Gefahr für die Menschheit, ja? Stellt euch mal vor, euch begegnet so jemand unterwegs. Also, den hält doch gleich jede Streifenpolizei an und fragt, was mit dem los ist. So. Bisschen Wasser ins Gesicht. Ich würde ja noch ein Glas Wasser trinken an seiner Stelle, aber gut, will er ja nicht. Setzen wir uns mal in unseren Zauberkarton. Es ist erst die dritte? Die erste war das mit dem Auto, ne? Die zweite. Sind Sie bereit, ein Opfer zu bringen, um Ihren Sohn zu retten? 9711 Marble Street. Uff. Uff.
Sie haben einen Bonus freigeschaltet. Cool. Und wir sind Madison. Und wir machen... Warte, nein, ich möchte... Ach, Gott sei Dank. Wir machen hier einen Cut, denn wir sehen uns dann mit neuen tollen Geschichten beim nächsten Mal wieder. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das erst die zweite Prüfung war. Ich dachte, das wäre mindestens schon die dritte. Aber was wären dann die andere dritte gewesen? Also ich erinnere mich ehrlich gesagt auch nur an sonst dieses mit dem Auto. Ich weiß eine noch, die kommt. Ich glaube, die kommt als nächstes. Aber ansonsten weiß ich gar nicht mehr, was da noch so passiert. Aber gemacht haben wir bisher nur das mit dem Auto. Stimmt schon. Ja gut, nichtsdestotrotz bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Sorry, dass so lange nichts kam. Ich werde jetzt ein paar Folgen am Stück aufnehmen, dass wir wieder ein bisschen Futter haben. Aber ich glaube, ich werde das beibehalten, dass erstmal nur jeden zweiten Tag was kommt. Dafür sind die Parts dann lang, ne? Könnt euch auf. Nee, sorry, aber ich muss es ein bisschen organisieren momentan alles. Das ist, ja, Zeitinvestition oder so ähnlich. Ne? Wisst ihr Bescheid? Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.